So, und damit... So, jetzt aber hier Spiel starten, weil wir haben ja das Problem, dass hier sofort Remi Demi ist. Und, ne, ihr habt's ja gesehen, wie... hier geht's ja direkt wieder los und ich hype gerade irgendwie, auch wenn das Spiel schon etwas älter ist. Aber irgendwie will ich wissen, wie es hier weitergeht. Wow. Nein. Scheiße. So ein Mist. Oh, hi. Ja, egal. So, hier geht's ja nämlich direkt wieder runter. Von daher ist das nicht ganz so tragisch gewesen. Scheiße. So ein Mist. So, jetzt haben wir es doch hier. Super. Also wie schon gesagt, ich finde das Spiel gerade Ich finde das total interessant aktuell, das Spiel, und laufe natürlich direkt voll in das nächste Problem hinein. Ich hasse dich, ich hasse dich. Okay, also dreimal kann ich den hauen und dann funktioniert... Ach, der da unten geht mir richtig auf den Keks. Obwohl, wenn ich... Super. Super, wenn ich den so quasi eins auf die Nuss geben kann. Und hier habe ich doch was gesehen. Und halt dich fest, Junge. Obwohl da unten... Wobei ich sowieso befürchte, dass ich gleich wieder runterfall. Also nochmal das Prinzip. Wenn ich hinter so einem Ding bin, dann passiert mir erstmal... Jetzt falle ich nur eins tiefer. Okay, dann mit so einem Wechsel. Wohlololo. Vor allem, man muss ja hier oben lang, zwangsweise. Aber wir kriegen das schon hin. Da unten ist rot und oben ist rot. Also kann ich ruhig einmal wechseln. Ich wechsel mal. Uhuhu. Alles läuft doch wie am Schnürchen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und damit sind wir... Ah, nein, da unten ist wieder so ein richtig fettes... Ups. Hä? Wie? Achso, die habe ich schon erledigt. Obwohl ich... Ich kann wahrscheinlich hier oben langfahren, auch ohne Probleme. Dann würde ich den hier unten aber nicht kriegen. Nein, der kann das... So. Oh Gott. Ich weiß... Jetzt weiß er, dass ich da bin. Oder? Scheiße, jetzt dreht er sich immer. Juhu! Nein, du sollst mich nicht festhalten. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass er nämlich ausholt. Und dann kann ich gerade nicht mehr zuschlagen. Wieso kann ich denn... wieso hat sich jetzt gerade meine Tastatur belegt? Hä? Ich schlage nicht mehr auf dem Knopf, der eigentlich dafür vorgesehen ist. Das ist ein bisschen doof jetzt. Hä? Also normalerweise schlage ich immer eigentlich auf Viereck. Deswegen bin ich jetzt gerade... Hä? Wieso? Okay. Dann... Hä? Naja, egal. Mist! Aber... Gut, aber meine Farbe kann ich auf jeden Fall noch ändern. Ach, scheiße! Ach, falscher Knopf! Ich glaube, ich lasse ihn dann doch lieber. So, oder kann ich aus... Nee, aus der Position... Wieso schlag ich denn... Mann!
Egal, ich, natürlich ist hier ein Speicherpunkt und ich hoffe, dass ich hier mit voller Energie starte, weil wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein arges Problem. Zum Glück springt der automatisch immer woanders hin. Nein, da war eine Bombe! Scheiße! Naja, jetzt werden wir auf jeden Fall sehen, ob ich mit voller Energie starte. Oh gut, dann hau ich halt jetzt auf den Knopf. Auch gut. Ups. Falsche Farbe, eindeutig. So. Damit kriege ich den Gegner auf jeden Fall platt. Und er stört mich, Gott sei Dank, nicht. Also ich springe genauso weit weg, dass er mich nicht erwischt. Okay, da hinten kriegen wir direkt wieder Besuch von so einem Arschloch. Ups, da war noch was im Weg. Ach. Um ehrlich zu sein, hätte ich jetzt echt gedacht, dass ich... Ich glaube nicht, dass ich durchhauen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Aber er kann durchhauen. Was für ein... Was für ein Bratzen. Nein, schon wieder so ein Arschloch. Uhuhu. Scheiße, ey. Mir ist schon wieder voll nicht auf die Farbe geachtet. Boah. Voll blöd jetzt, dass die Tastaturbelegung ein wenig anders ist, aber naja, gut. Naja, gut, wir kriegen das trotzdem hin. So. Auf jeden Fall mal eine knappe Geschichte. Hier kann ich auf jeden Fall runter und ich hasse diese Gegner, deswegen bin ich natürlich hoch erfreut, dass ich... wo bin... Ach Gott, deswegen heißt das Ding Irrgarten. Scheiße. Warte mal, da unten... Boy. Rechts war ich auch noch nicht, aber da lässt sich bestimmt noch was finden. Zum Beispiel so ein ekelhafter Gegner, aber gut. Yes, baby! Boah. Super. So. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und deswegen heißt dieses riesen fette Ding auch Irrgarten. Jetzt weiß ich nicht, ob da nur rot kam. Nein, natürlich nicht. Hehe. Ich will ja auf jeden Fall noch nach links. Obwohl, eigentlich doch super. Das kann ich doch bestimmt nutzen. Und auch das kann ich doch dafür nutzen. Obwohl, ich weiß nicht, ob wenn der runterguckt... Ich will es gar nicht riskieren, um ehrlich zu sein. So, einmal kurz den Kopf wieder kratzen und die Farben anpassen. Da links kann ich auf jeden Fall ganz schnell mal hin... Oh, obwohl Herzen bleiben ja. Ist denn da oben noch was? Ich glaube nicht, aber... Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ah, doch, da oben. Da habe ich sogar noch was vergessen. Ah, Mist, da war eine Bombe. Scheiße. Mist.
Das hätte ich auch eindeutig einfacher haben können. Jetzt gehe ich auf jeden Fall den Weg lang, weil der viel leichter ist. Oh. Obwohl... Schnell weg mit mir, schnell! Na komm! schon wieder voll der Angstscheißer, weißt du? Oh, der nächste Checkpoint, super! Wir sind ja auch fast da. Okay, geradeaus und dann kann ich da... Okay. Mist! Dieses mit der scheiß Energie, ey. Aber es wird ja gespeichert. Mal gucken, was erstmal damit aufgeht. Oh! Mann! Nicht drauf... Ah. Ah. Ja, komm. So, da unten gibt's den Weg. Da kommen wir automatisch gleich quasi hin. Ach, guck mal. Da ist wieder eine Kiste. Hä? Super. Also ist zwar ein Irrgarten. Also muss ich jetzt leider wieder oben lang. Wirklich schade. Okay, alles gut. Jetzt weiter auf den Irrgarten gucken. Es geht auf jeden Fall nach unten. Ah, schade. Das hat sich auf jeden Fall kaum gelohnt. Hoppa! Ein Axtkerl finde ich super. Weil die sind nämlich... Ich sage es immer wieder sehr gerne... Ich hab jetzt leider zu... Okay, hier unten haben wir auf jeden Fall eine Bombe. Die werden wir natürlich direkt nutzen. Ist das nur rot? Nein. Und ha! Energie und der ganze Schnickschnack. So ist gut. Da ist auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, hier ist es sicher. Ach Mist, jetzt war ich schon wieder zu gierig. Deswegen hat er mich auch sofort erwischt, dies. Der kleine, fiese Hosenscheißer. Ups. So, dreimal Energie habe ich noch. Cool bleiben. Da ist bestimmt nichts drin. Dachte ich mir ja. Und vor allem jetzt bald müsste auch dann endlich, glaube ich, mal der Wächter kommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Irgendeine Tür habe ich geöffnet. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht welche. Warum war jetzt hier eine Bombe? Wo bin ich? Ah, jetzt geht's da weiter. Hi. Mal gucken, wie... Nein, jetzt ist das auch noch so ein Special-Arschloch. Ja, mach dein... schnell weg! Scheiße!
Naja, zum Glück wird hier gespeichert. So. Erster Angriff und dann kommt der zweite Angriff, oder? Scheiße. Das lief suboptimal. Absolut suboptimal. Hi. Vor allem mit dem Angriff, den ich dann hier mache, dauert das ja ewig. Ja, komm, greif an. Aber das kann es doch nicht sein. Da brauche ich doch ewig für. Hä? Jetzt greife ich schon wieder auf der anderen Taste an. Naja. Ist egal. Und zack. Wahrscheinlich kann ich gleich... Ich denke mal, gleich kann ich dann die... die Bomben verwenden. Oder muss sogar die Bomben verwenden. Ach, schade. Nee, der Arsch... Ah, okay. Wenn der Arsch zu weit weg ist... Ah, schade. Dann hätte ich ihn also weiter nach zu mir lenken müssen. Schade. Schade, schade, schade. Na, komm schon. Ja, das dauert natürlich jetzt leider wieder... leider zu lange. Schade, das war gar keine Absicht von mir. Ich hätte gedacht, das hätte schon gereicht mit der Bombe. Jawohl, gib alles. Ja, so kriegen wir den dann auch hin. Es dauert nur eine gefühlte... Ewigkeit. Boah, ich hab jetzt schon... Uhuhu. Hey, Junge! Das kam dann doch überraschend. Jetzt macht er seinen Schutz. Ich weiß halt nicht, ob der da stehen bleibt, weil dann würde ich sehr gerne die Bombe auf jeden Fall hinbringen. Ah, schade. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach mal. Nein, sag nicht. Nein, jetzt bin ich da selber drauf gesprungen. Ich Volltrottel. Nee, sonst haut er wieder ab. Komm zurück. Wow, scheiße. Mann. Nein, jetzt habe ich... Ah! Ey, hör doch auf. So, jetzt aber schnell. Nein, jetzt habe ich deinen Arm zerstört. Scheiße. Ich habe auch keine Special... Ach, Kacke! Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mich jetzt einfach umbringe. Weil... Anscheinend lohnt sich das... Ich kann ja unten nicht mehr angreifen. Ja, komm, bring mich um. Ey, so eine... So. Jetzt hoffe ich nur, dass das Explosionsding wieder da ist. Bitte, bitte, bitte. Puh. Gott sei Dank ist das Explosionsding wieder da. Wieso? Wieso füge ich denn dem jetzt keinen Schaden mehr zu? Hallo? Wieso? Ich bin jetzt... Weil dann macht er ja nicht seinen super, total geilen Angriff. Ach, deswegen. Ich Idiot.
Obwohl, eigentlich super, weil dann kommt der nämlich viel schneller zu mir. Mist, hab da jetzt auch gar nicht mehr. Ich hab mich jetzt schon gewundert, wieso nicht? Ich glaube, das reicht leider noch nicht. Deswegen muss ich leider noch weiter versuchen, ihn noch etwas näher ranzulocken. Perfekt, mit einer Bombe. Na, dann ging das doch sogar richtig gut. Kommst du wohl wieder? Kommst du wohl? Also, schade, dafür brauche ich aufgeladenen Angriff und den kriege ich dann bestimmt jetzt gleich demnächst. Hoffentlich. Und eine Etage höher, bitte. Dankeschön. Ich probiere es natürlich direkt. Und ich habe mal wieder voll recht gehabt. Und perfekt getroffen. Alles super. Und dann passt das auch perfekt in der Zeit. Wir haben endlich den Irrgarten überstanden. Gucke einmal auf die Karten, auf die Blumengärten. Und wir sehen, dass das alles wieder etwas größer ist als erhofft. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und hoffe einfach, dass ihr demnächst wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Outland mit eurem Gabrosaro. Und ich sage bis dahin und ciao.